Italien wurde vom Virus überrollt. In Zelten liegen Corona-Patienten. In aller Eile werden Verwaltungsgebäude umgerüstet. In Deutschland ordnen die Bundesländer die Kliniklandschaft neu. Je nach Schwere sollen die Patienten den Krankenhäusern zugewiesen werden. In einem Notfallplan wird das geregelt. Durch das Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden, heißt es in dem Papier. In der Hauptstadt soll auf dem Messegelände jetzt ein 1000-Betten-Notkrankenhaus entstehen. Das Krankenhaus, was wir neu in Kürze aufbauen wollen, soll sozusagen in der Hinterhand bleiben, falls wir zu Engpässen kommen, dass wir reale Engpässe vermeiden, dadurch, dass wir noch in der Hinterhand als eine Überlaufklinik noch Kapazitäten haben. Die Bundeswehr wird dafür um Unterstützung gebeten. Der Generalinspekteur hat bereits erklärt, dass sich die Truppe auf Amtshilfeersuchen der Länder eingestellt hat. Auch Medizinstudenten will die Bundesregierung zur Hilfe in Krankenhäusern einsetzen. In Bayern wird dies bereits praktiziert. Die Unikliniker werden ab jetzt primär versorgen und nicht forschen. Bereits jetzt sind 500 Medizinstudenten akquiriert worden zur Unterstützung. Es können am Ende bis zu 5000 sein. Ein Problem bleibt die Pflege. Derzeit sind bereits viele angeworbene ausländische Kräfte im Land. Nicht alle können eingesetzt werden, weil Prüfungen ausstehen. Die Gesundheitsämter müssen Ad-hoc-Genehmigungen für ausländische Pflegekräfte erteilen. Diese können dann hinterher immer noch geprüft werden und das formale Verfahren nachgeholt werden, so Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der Ausbau der Notkapazitäten hat ein Vorbild. China hatte nach anfänglichem Versagen in der Corona-Krise angefangen zu klotzen. Innerhalb weniger Tage für Corona-Erkrankte ein Hospital in Wuhan hochgezogen.